Hey! Servus, hier ist der Robert von Speedheads und heute schauen wir uns den 2 Liter Supra an. Ich bin hier übrigens im wundervollen Verkehrssicherheitszentrum in Olpe und ich würde sagen, ja, bis gleich, gehen wir mal ein bisschen Gas hier, ne? Tschüssi! Ja, ich hoffe, nach dem Intro habt ihr direkt mal den Abo-Button gesmashed. Gesmashed, das ist ein komisches Wort. Heute schauen wir uns den 2 Liter Supra an. Hauptsächlich, wie er sich im Vergleich zum 3 Liter fährt, aber wir gucken uns jetzt auch mal kurz den Wagen von außen an. Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer, dass wir 18 Zoll Felgen haben statt 19 Zoll. Aber ich muss sagen, mit den Michelin Pilot Supersport, vorne 255er, hinten 275er, sieht das Ganze aber auch nicht schlecht aus. Es hat ein bisschen mehr Motorsportcharakter vielleicht. Also durch die größeren Flanken, die hier auch sehr, sehr glatt sind von Michelin, sieht das Ganze halt schon so ein bisschen nach Semi-Slick, mehr ein bisschen Race aus. Also gerade hinten ist das schon, hier ist schon mal dran so. Ne? Das ist halt, finde ich, sieht jetzt auch nicht unbedingt schlecht aus. Ist ein bisschen auch Geschmackssache. Die 19 Zoll würde ich aber bevorzugen. Das Ganze fällt natürlich so lange relativ wenig auf, bis man die Motorhaube aufmacht. Das machen wir direkt mal. Lalalala. Und zwar, zwei Zylinder fehlen, ein Liter Hubraum fehlt, wir haben 100 Newtonmeter weniger, also 400 statt 500 und wir haben 258 PS statt 320. Dafür fehlen aber auch 100 Kilogramm Gewicht und 9.500 Euro beim Kaufpreis, bezogen auf die Differenz vom Standard 2 Liter Supra zum Standard 3 Liter Supra. Die Pure-Variante kostet nochmal 4.500 Euro weniger, also spart man beim Pure 14.000 Euro. Die Pure Supra bietet aber einiges weniger an Ausstattung und ist für sportlich ambitionierte Fahrer eher keine Wahl. Zum Beispiel fehlt das adaptive Fahrwerk, mein geliebtes Sperrdifferential und die Bremse fällt auch schwächer aus. Das rote Schmuckstück hier ist ein 2 Liter Supra mit Premium-Paket. Dieses kostet 3.000 Euro extra und hebt die Ausstattung fast auf das Level von einem 3 Liter Supra mit Premium-Paket. Ich hätte mir aber gewünscht, trotz 2 Liter Hubraum nicht auf die Parksensoren vom 3 Liter Modell verzichten zu müssen. Wir haben zwar eine Rückfahrkamera, jedoch würde ich das Fahrzeug nicht als sehr übersichtlich bezeichnen, gerade was die Front angeht. Ansonsten fehlte mir nichts. Geschichten wie der fehlende tote Winkelwarner sind für mich kein großes Thema. Der Gesamtpreis des hier befindlichen Fahrzeuges beträgt mit seiner Ausstattung und der 390 Euro Prominence Red Lackierung 56.790 Euro. Ja, hier kann man gut reingucken und hier quasi bis zum Bodenblech gucken. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hoppala. Mit Liebe! Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Carporn für euch und danach springen wir zurück nach Köln zu dem Zeitpunkt, wo ich den Wagen abgeholt habe und zeige euch meine ersten Eindrücke. Ja, willkommen zu dem Zeitpunkt der Abholung, wo ich das Auto noch keinen einzigen Meter gefahren bin. Ist auf jeden Fall hier das Premium-Paket vorhanden, sieht man direkt an den Ledersitzen und den JBL-Boxen. Wir machen auch direkt mal hier den klassischen Soundcheck.
Okay. Er ist auch lauter, als ich dachte. Okay, also der drückt da schon was raus. Ist halt nicht so schön wie beim Sechszylinder. War aber auch einfach nicht anders zu erwarten. Ich bringe jetzt mal die GoPros an und wir düsen direkt mal eine Runde. Ich würde sagen, bis gleich. Jetzt auf den ersten Metern merkt man eigentlich keinen Unterschied, da bin ich ganz ehrlich. Also der Vierzylinder macht jetzt auch keine Mehrvibration oder so. Der läuft sehr, sehr gut, sehr, sehr ruhig. Also jetzt hier so in der Stadt cruisen. Unterschied auf jeden Fall hier nicht bemerkbar. Klar, der Sound ist vielleicht ein bisschen anders. Aber ich muss sagen, im unteren Drehzahlbereich klingt der Vierzylinder hier kraftvoll. Schön tief halt, sonor. Da merkt man schon, da könnte was hinter sein. Oh, wir haben hier einen kleinen Tunnel. Kurz mal Sportmodus anmachen. Bescheuert, aber ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Und das bei einem 2 Liter. Die denkt wahrscheinlich so, hey, warum hat er jetzt Gänsehaut? Aber ich will jetzt einfach so ganz leicht aufs Gas und er hat schön beschleunigt. Man merkt, der Turbo kommt, man hört das Turbogeräusch sehr gut. Turbogeräusch hat jetzt schon so ein bisschen Emotion bei mir verursacht. Ich bin mal gespannt, ob der emotional aufs 3-Liter-Niveau kommt. Ich glaube nicht. Ich bin sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr skeptisch gegenüber dem 2-Liter. Einfach weil Supra und 3-Liter-Turbo, ne, da muss man nicht drüber reden. Wenn ihr generell einen sehr ausführlichen Bericht zur Supra als Modell mit dem 3-Liter-Motor allerdings sehen wollt, dann guckt euch das andere Video von mir an. Und wenn ich von 100 Kilo weniger rede, heißt das Grundausstattung 1395 Kilogramm. Das ist verdammt gut für die heutige Zeit. Das ist halt 3er BMW-Niveau aus den 90er Jahren. Aber das Getriebe ist nach wie vor ein schönes Ding, da hat sich halt nichts geändert. Ja, man merkt jetzt hier auch gerade die Sporteinstellung des Fahrwerks sehr gut. Also Gas geben macht spontan genauso viel Spaß. Also ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich einen 3-Liter gefahren bin. Ich würde schon sagen, man merkt die 100 Newtonmeter mehr schon, denke ich, gerade auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten drückt der 3 Liter schon ein bisschen mehr. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber die 400 Newtonmeter hier, die sind auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern bei dem Gewicht. Ich bin auch mal sehr gespannt auf die Launch Control, wie die sich so anfühlt, weil Grip haben wir wirklich viel. Okay. Dass der noch einen zweiten Schlupf bekommt beim Schalten, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ja. Also ja, ist vielleicht ein bisschen weniger ja, als beim 3 Liter. Aber kein großer Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Klar, was die Leute da aus dem 3 Liter rausholen, ist natürlich noch was anderes. Turboloch. Sechster Gang hier nochmal bei 3000. Klar, Mini-Verzögerung, aber das ist schon gut. Aber hier so bei 2500. Ist auch gut laut, ist auch gut laut, aber gefällt mir. Und das klingt nicht so gequält. Klingt einfach nach Kraft. So, der Motor, der weiß, was er macht. Ja, der ist jetzt hier nicht irgendwie in dem Auto eingepflanzt worden, obwohl er da keinen Bock drauf hat quasi. Der hat Bock und der lässt es auch so klingen. Der ist kernig.
noch ein bisschen Geplömpel aus dem Auspuff. Finde ich gut. Aber es ist mir jetzt relativ spät erst aufgefallen. Ja, 250 km/h ist für den 2 Liter wie auch für den 3 Liter Ende. Laut Tacho ist dann bei 263 km/h Schluss. Ich muss sagen, man merkt, er ist auch durchaus nervös, wenn man schnell auf der Autobahn durch Kurven fährt, aber ein bisschen weniger unruhig. Das kann natürlich auch dem Gewicht verschuldet sein oder auch der anderen Bereifung, der anderen Felgengröße. Das sind alles Dinge, die beeinflussen das Ganze natürlich. Aber auch gerade, wenn man jetzt hier wieder in Automatik geht, Sportmodus ausmacht und einfach ganz entspannt fährt. Also, absolut entspannt. Absolut entspannt. Automatikgetriebe kann sportlich wie auch chillig sehr, sehr gut vereinbaren. Die ganze Charakteristik vom Auto kann einfach auch entspannt sehr, sehr gut. Vielleicht, das könnte jetzt auch täuschen, dass wenn ich jetzt im achten Gang bin, ein bisschen Gas gebe, dass der beim Vierzylinder eher dazu neigt, den siebten wieder runterzuschalten, anstatt im achten zu bleiben. Ist halt einfach ein bisschen weniger Kraft da. Da sind wir auch direkt beim Thema Verbrauch. 3 Liter oder 2 Liter offiziell angegeben, beide 7,5 Liter. Denkt man sich so, 100 Kilo weniger, 1 Liter weniger Hubraum. Ja, aber das ist das, was ich auch immer preise. Der 3 Liter braucht halt einfach weniger Drehzahl, der hat ein bisschen mehr Kraft untenrum, wo ich jetzt hier, wenn ich ein bisschen Gas gebe, der schon direkt in den, oder auch schon den 6. sogar schaltet oder den 7., wenn es bergauf geht, kann der 3 Liter teilweise wahrscheinlich auch einfach im 8. bleiben, mit weniger Drehzahl fahren. Das kommt am Ende aufs Gleiche raus. So, das habe ich auch schon beim LC500 gemerkt, beim Ford Mustang. Beides 5 Liter Sauger V8 Motoren, ja. Man kann trotzdem mit denen relativ sparsam fahren. Wenn man krampfhaft sparsam unterwegs ist, kommt man über Land auf ca. 6 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Bei normaler sportlicher Fahrt ist der Unterschied im Verbrauch zum 3 Liter Motor nicht wirklich existent. Innerorts kam ich bei wenig Verkehr inklusive Steigungen auf 8,5 Liter pro 100 Kilometer. Aber auch hier, ganz klar. Super gute Verarbeitung, gar keine Störgeräusche. Bei 200 km/h die Windgeräusche total angenehm. Also da kann man super chillig sich noch unterhalten. Also auch für Reisen ein absolutes Top-Auto. Allerdings habe ich eine Sache festgestellt, die mir im Winter mit dem 3-Liter-Modell nicht aufgefallen ist. Man kann nicht über 70 km/h mit offenem Fenster fahren. Der Wind dröhnt immens in den Innenraum und man wird dazu genötigt, die Fenster wieder zu schließen. Im Internet habe ich bereits Produkte von Drittanbietern gefunden, die dies zu verbessern scheinen. Schade nur, dass das Toyota nicht selber aufgefallen ist. Dazu muss ich sagen, dass auch diesmal bei basslastigerer Musik im Kofferraum etwas am Klappern war. Zwar etwas dezenter und nicht ganz so störend, aber dennoch erwähnenswert. Diesmal war es aber nicht dieselbe Abdeckung wie beim letzten Testwagen. So, hier haben wir eine sehr, sehr schöne Kurve. Oh. Was geht ab? Oh mein Gott. Was war das denn bitte? Ich dachte, jetzt fängt er an zu rutschen. Nö, jetzt fängt er an zu rutschen. Noch ein bisschen schneller, immer noch nicht. Und echt, bei einer brutalen Geschwindigkeit in der Kurve fängt er erst an zu rutschen. Also, holla die Waldfee. Ich muss natürlich dazu sagen, den 3 Liter bin ich mit Winterreifen gefahren. Zu auch nicht allzu guten Temperaturen. Das hier, das hat mich jetzt echt geflasht. Also Kurvenkräfte technisch, was der hier aufbringen kann. Hut ab, klar, dass so ein Ding schnell ist in Kurven, aber das war jetzt echt eine Menge Grip. Ich bin mal auch gespannt, ob man mit dem Ding ein bisschen quer fahren kann. Thank you.
ne? Die sind geil. Ich weiß nicht, was los ist. Haben die mir damals einen 3 Liter mit der kleinen Bremsanlage vom Pure gegeben? Oder die Bremse hier, die fühlt sich einfach anders an. Einfach gut. Ich kann es nicht erklären. Das ist eigentlich die gleiche. Und die 100 Kilo machen, glaube ich, auch nicht den Unterschied, den ich jetzt hier meine zu spüren. Da wollte er ausbrechen, aber ESP und so hatte ich alles noch an. Ich muss es gleich mal ausmachen, ich bin das irgendwie nicht gewohnt. Ja, es ist halt Auto mit Charakter, auch hier beim 2 Liter. Aber man hat einfach auch irgendwie Bock, den Wagen so in die Ecke zu schmeißen. Das ist halt auch passiert. Macht Spaß. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so begeistert sein werde von diesem 2 Liter Motor hier. Oder von der Variante halt von dem Auto. Viel mehr kann man da eigentlich auch nicht sagen. Vermisst habe ich den größeren Motor nur wenig. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich schon zum 3-Liter-Modell tendieren. Alleine schon wegen dem Leistungspotenzial, welches in ihm schlummert. Wenn man aber einfach einen schicken, flinken Sportwagen sucht, mit einem grandiosen Handling und viel Fahrspaß, der wird mit dem 2-Liter Supra mehr als zufrieden sein. Nur die Parksensoren könnte man in unübersichtlichen Parksituationen vermissen. So, erstmal die Warmblinkanlage ausmachen. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen hoch da. Haut auf den Abo-Button. Am besten auch noch die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Das wäre wirklich super nice. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Robert und noch viel Spaß auf YouTube oder auf unserem Kanal, wie auch immer. Bis dann, tschüss. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den ersten Klang bei der... Boah, habe ich gespuckt, holy shit. Sorry, direkt mal erstmal die ersten Flecken hier generiert. Wow, das war's erstmal von mir, für euch, für heute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das war ja absolut komplett zurückgeblieben, dieses Intro. Outro. Nochmal. Lehn dich ein bisschen mehr Richtung Fenster, weil du bist sehr dunkel. Ich mach so, hier, was geht? Nein, warte. Uff. Ja, besser. Besser, ne? Besser? Besser. 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 So läuft das hier bei Speedheads. Der Kameramann muss laufen und der Moderator, der darf fahren. Ja, aber ich bin die ganze Arbeit mit dem Schnitt, Digga. Ciao. Oh, ciao. Was ist das denn, ey? Ha. Tschüss, meine ich. Ciao. Ciao, okay.